Tor! Morgen, Jungs. Guten Mädels. SCP Containment Breach Retro Edition Version 063. The changelog is yours. Der Changelog. Reduzierte Ladezeiten. Habe ich jetzt nicht gemerkt. Nein, halt, when loading game after dying. Aber was mir jetzt wieder auffällt hier nach langem, wieder, wo wir die normale Version gespielt haben, wie more responsive die alte Version ist. Hier, wenn du jetzt ein Dokument öffnest, ist es sofort da. In der neuen Version hängt es erstmal so eine halbe Sekunde. Stimmt das denn? Und es geht auch allgemein so von der Performance her flüssiger. 173 has different poses. Der hat jetzt andere Posen. Andere. Ja, Posen. Also für die, die es noch nicht wissen, wir spielen jetzt die Retro-Edition bis Version 067 weiter, weil es die erste Version ist, die wir mit Cam gespielt haben. Also eigentlich bis 06 dann, oder? Ja, guck mal, bei denen, da weiß man noch gar nicht, ob die jetzt an sind oder nicht, ne? Na, nein. Konnten die überhaupt aus sein? Ja, anscheinend. Obviously. Neue Sounds für 96. Und 96 im Loading Screen. Und, oh! Der Navigator Ultimate zeigt 096 Location an, also wo er ist. Bugfixes, optimize the blur effect a bit. Bug fixed. Two new anomalous ducks. Zwei? Ja. Achso, gab's die vielleicht vorher noch nicht. Das hat sich geil an. Added some dead bodies here and there. Und dann gab's die Ducks vielleicht vorher gar nicht, ich weiß es nicht. Ja, new, two new. Wahrscheinlich. Ja, ich kenne aber nur zwei. Hey, was war jetzt? Ja, der da. Oder drin ist ja nichts. Hoffentlich. Ja, die in dem Office, wo es so runtergeht einmal. Und dann in dieser Kreuzung da. Ja. Aber dann müsste er 3 geben, wenn er jetzt 2 geedit hat. Da drin vielleicht noch. Da kann die doch auch drin sein. Oder nicht? Ja, stimmt. Manchmal, oder in einem ähnlichen Raum zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, ob es genau dieser ist. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. Also ich weiß nicht mehr, wo ich herkomme. Von links. Von hinten. Ja. Da kommen wir nicht rein, aber ein paar Keycards habe ich jetzt zumindest schon mal. Ja, dieser Raum, den habe ich gemeint, dass da die Duck sein kann. Da drauf zum Beispiel. Ja, auf den letzten 2 Metern war es aber ganz schön dunkel, ne? Ja, irgendwie hat er sich schon angekündigt. So ein bisschen. Hab jetzt auch nicht gewusst, woher. Neue Map-Seed, Ob das so gesund ist, wenn man da erschrickt, ey. Ja, ich glaub schon. ja, genau. Abhärtung. Also wenn du momentan ein gesundes Herz hast, dann ist es, glaube ich, auch nicht schädlich. Ja, aber weißt du, ob du ein gesundes Herz hast? Ja, normal schon. Normal schon, ja klar. Das normal merkst du ja dann schon. Aber wenn ich jetzt gleich vom Stuhl kippe, dann merken wir das. Hattest du schon mal Kreislaufprobleme? Ja. Dann würde ich mal zum Arzt gehen. Und EKG machen lassen. Also ich bin es jetzt noch nie umgekippt. Manche Leute haben das, ja. Ja, umgekippt bin ich auch noch nicht, aber so schwarz vor Augen. Aber. Also wenn du mal auf dem Sofa liegst und dann schnell aufstehst zum Beispiel. Das hatte ich auch, aber das ist dann in dem Fall, denke ich, normal. Guck mal, ist doch dann dieselbe wie vorhin, oder? Da war, glaube ich, an derselben Stelle. Keine Ahnung, was war denn der Map Seed? Xobo. Schon wieder?
Und jetzt ist was anderes. Ja, das meine ich doch, was jetzt ist. So, wo? Aber die Keycards finde ich jetzt. Achtung, ich habe eine Stelle gefunden zum Synchronizen. Serverblatt drin. Du stirbst, ja. Das drin, scheiße. Gefällt mir nicht. Ach, du schon, geht es? Nee. Genau dafür. Oh, sorry. Das geht dann natürlich nicht. Jetzt bleibt er da stehen oder was? Ja. Ja, wenn das der Fall ist. Das denn? Eben, warum lockt es hier nicht? Oh! War gut. Auspack. Er hat eine neue Pose. Und hat keine Hose. Oh oh, du verläufst dich. Nächster. Schade. Schade, schade. Perfekt, Mann. Ja, das ist da in die andere, in den Vorraum gekommen. Da reinkommt er nicht. Fail. Nein, noch nicht fail. Fail. Der kommt rein und fistet dich in deinen. So, wenn ich jetzt hier die Jupiter-Karte zumach. Nee, wasch dich. Dann hast du verschisselt. Oh, der zieht alles rein. Da kennt man nix. French Bottle? Nochmal. Keine Ahnung. Wir hauen alles rein. 40%. Scheiße. Erfolgschance. Scheiße. Wie viel müsste man dann reinhauen, um Sicherheit zu bekommen? In der alten Version. Ich weiß nicht, ob man in der alten Version die Ding. Nein! Ob das in der alten noch ging oder in der neuen. Was? Dass man die überhaupt zurückkriegt? Ja. Na. Ja, ich glaube, das haben wir im Changelog schon gestanden irgendwann mal. Der hat das bestimmt schon gemacht. Ja. Scheiße, hab's doch verkackt. Wenn es nicht so ist. Ich hab die Tür extra offen gelassen hier, dass wir ohne Karte wieder rauskommen. Und man kann sie ohne Karte schaffen, haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Aber haben wir leider nicht auf der Cam. Sicher? Ich wüsste jetzt nicht, welche Episode das ist. War das nicht ja, der Hund, der über 120 war, Episoden. War das nicht eine von den Corrupteden? Ja, ich kann mich echt daran erinnern, dass wir so ein Video hochgeladen hätten. Ich weiß, dass wir es geschafft haben einmal. Aber wo und wann? Ja, geht glaube ich nicht mehr. Einmal probier's nochmal auf 1 zu 1. Und weißt du, dass wir Gate A erreicht haben und dann umgedreht sind einmal? Ich glaube, da bei den neueren Versionen funktioniert das, dass du aus einer Mastercard nochmal über 1 zu 1 eine Level 1 oder eine Playing Card machen kannst. In den alten Versionen geht es noch nicht. Ab 07 oder 08 vielleicht. Aber wir haben dann auch jedes Mal nach so einer Karte haben wir dann aufgehört. Ne, haben wir gesagt, das schaffen wir es nicht mehr. Ja, der dürfte mittlerweile auch wieder weg sein. Aber die Strange Bottle haben wir schon mal. Oh, immer der, ey, immer der. Ach du Scheiße. Rums. Ist aber ordentlich gekracht. Was machst du denn? Du schießt doch meine Hand weg. Mossbock. Kuschel. Geil. So. Da bin ich vorhin lang gegangen, wenn es dieselbe Map ist. Der ist nämlich deaktiviert. Und da hätte ich jetzt noch eine Karte, mit der man es hypothetisch ausprobieren könnte. Was ich jetzt aber nicht mache. Oh oh. Ja. Ja. Der ja, ist da unten. Anwesend. Körperlich anwesend. Bester Titel. Ich muss mal überlegen. Und eins von da war, glaube ich, nur 79. Der Coffin. Da bin ich vorne, glaube ich. Lang gegangen dann. Ne? Da bin ich auf jeden Fall vorbei. Der ist ja überall.
physikalisch gar nicht möglich. Es muss mehrere geben. Und ich wurde wieder verkehrt. Dann gleich hören wir deine Tür. Ja, da war ich ja auch, ne? Wenn du eine Tür hörst, schnell eine 180-Grad-Drehung machen. Ich glaube, das ist die absolut selbe Map. Aber das sehen wir dann, da bin ich vorbeigelaufen, das weiß ich noch. Das hatten wir auch schon mal, dass wir dann irgendwie in einem Video geladen haben und wir dasselbe bekommen haben. Obwohl es eine andere Map sieht. Ja, weil diese Scheiße nicht funktioniert anscheinend. Steht dann in der nächsten Version im Changelog. Map Seeds are working now. Ja. Finally. Hier war das nämlich. Ja, aber zum Glück ist diesmal nichts passiert. Bis jetzt. Das war mal so ein großer Schock, als ich da rein bin und da war, ne? Ja, Alter. Oder als er beim Anfangsraum war, mit den Items. Ja, das war auch immer so schön. Früher war das besser. Ja. Außer die PCs, die sind heutzutage leistungsfähiger. Kommt wir noch einmal in den schiefen Maintenance-Tunnel. Das Internet ist auch besser geworden. Oder? Naja, also ich fand die Zeiten vor Facebook besser. Ja, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass die Seiten an sich besser geworden sind. Die, wo es früher gab, die können jetzt einfach mehr. Oder dass es jetzt Tabs im Browser gibt, seit, okay, das gibt es vielleicht schon 10 Jahre oder so, mindestens. Also vorher sau scheiße mit neuen Fenster aufmachen und so. Aber damals waren die PCs auch noch nicht so multitaskingfähig, da hast du eine Seite gehabt und der war es dann dran. So, woher kommt denn der jetzt? Von da, ne? Sicher? Müsste. Ich meine, wir hören ja dann eh schnaufen, wenn er nachher kommt. Schau mal rechts lieber. Hä? Wo? Lauf einfach! Lauf! Ja, lauf! Lauf! Achso. Ich hab voll die Panik bekommen. Alter, ist der aus dem groß. Sieht doch viel gruseliger und besser aus. Ja, und ist groß und schwarz. Wow! Da kann er scheinbar auch schon in der alten Version switchen. Ich dachte, das geht erst in der neuen Zeit irgendwann. Ich würde nicht rückwärts laufen, du siehst dann nicht, wenn er hinter dir kommt. Dass er dann plötzlich von vorne kommt, das finde ich sau behindert. Wieso geht das überhaupt? Wieso ist es behindert? Ist halt paranormal. Jetzt lauf doch normal weg. Vielleicht. Oh. Was war das für ein Schmatzgeräusch? Hat er sich wieder geportet? Ich weiß es nicht. Bitte nicht. Wie ist es, wenn er von vorne kommt? Oh, das ist dunkel. Das ist so dunkel. Das ist mega dunkel, Alter. Voll das Loch, ey. Wie lang denn noch? Muss der Abstand groß genug sein? Wenn du nicht fahrst, bist du falsch hoch. Nee. Ist mir wurscht. Fuck you, mach das nicht. Nicht? Oh, der ist mir egal. Mach was du spielst, ja, mach was du willst. Nein! Oh, da hatten wir so eine richtig gute Stelle einmal, wo der Doktor und die Zombies uns verfolgt haben. Ja, deswegen habe ich das ja so gesagt. Ja. Ich bin gar nicht richtig im Bild. Gemeistert. So. Das ist der Ultimate, ne? Hey. Was? Oh Gott. Oh, schön, der Schlingel. Na, klasse. Na, klasse. Geht's da nicht weiter? Nicht so richtig. Dann versuch ihn umzu... Yes! Oh mein Gott, jetzt darf nicht der andere kommen. Jetzt darf nicht der andere kommen. Sind wir bei ACP schon eigentlich schon noch nicht mehr erschrocken, ne? Außer heute. Ich weiß es nicht. Fällt mir jetzt gerade auf so. Was? Oh nein, du musst die Treppe runter, der kommt, oh nein. Der zwirbelt sich einfach rein und macht dich kaputt. Oh fuck. Und wo kommt der jetzt?
Shit. Oh, oh. Ist weg. Oh. Alter. Er hat schon seinen Atem im Nacken gespürt, ey. Oh, scheiße. Mein armes Herz. So, wir schaffen es jetzt. Ohne Omnicard. Mach lange, wenn ich das irgendwo. Ah, toll. 173. Dann geh doch da gar nicht rein. Ja, vielleicht ist er geht auch. Ja! Ja! Fuck, keine Stamina. Alter. Gott, muss da wieder zurückgehen. Das ist jetzt blöd. Ein bisschen. Aber geht nicht anders. Ist es nicht ziemlich dumm? Man findet einfach eine Hand für diesen Handscanner. Jetzt nicht in der Version, aber jetzt in der späteren Version. Das ist genau die Hand, die du für diesen Scanner brauchst. Und nur die Hand. Nee, es ist halt eine Hand von so einem Guard wahrscheinlich oder was. Und der hatte die Berechtigung. Und der Guard ist halt da unten gestorben und deswegen hat er seine Hand verloren. So. War ich jetzt da drin? Ja. Schon wieder. Oh Mann! Wo? Weiß man nicht. Heute kommen so viele. Oh, das ist Electric Descenter. Von da komme ich, glaube ich, her. Verfolgt mich aber nicht, oder? Das sieht auch geil. Müsste doch normalerweise die Musik kommen. Mhm. Nicht, dass es hier ist, buggt und die Musik einfach nicht kommt. Ist ja auch mies. Steht da was? Ah. Weiß nicht, was das war. Voll der Fail. Und ich jetzt. Da lang. Ist es voll eingebildet vielleicht? Nur weil wir es gesehen haben, dass es da steht, haben wir uns vielleicht irgendwas wegen dem Sound so fehlinterpretiert. Meinst du? Könnte sein. Ja, aber das war so ein Event, wie wo er durch den Raum durchkommt. Wenn du drin bleibst, dann entdeckt er dich und wenn du schnell genug wieder rausgehst, dann geht er einfach durch. Eye Drops. Ja. Na gut, dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Irgendwann müsste ja ein Ende kommen. Da, Achtung. Nicht. Weiter. Geh weiter. Ja, ist ja gut. Muss nicht gleich so aggressiv werden. Mach ich aggressiv? Ich geh da lang, oder? Ja, du Dödel. Ah ja, das ist vielleicht eine von den neuen. Animalist Ducks. Ich weiß, ist die Textur einfach nicht geladen, oder? Und die schaut mich an. Geh da rein! Er geht da rein! Oh Gott! Ich hab schon vorher gesehen und wusste nicht, was es ist. Dann hast du wieder weggeguckt. Ja. Okay. War jetzt leicht überraschend. Aber stimmt, die Durchsage kam ja. Und das habe ich zwar wahrgenommen, aber nicht realisiert irgendwie, dass Nigel also, Fox war. Eine Ente. Ich bin nur erschrocken, als die Durchsage kam, aber das ist Nigel Fox jetzt, dass das im Spiel ist. Das daran habe ich nicht gedacht. Hast du gewusst, dass der jetzt kommt? Ah nein, ne? Nee. Ja, wieder was dazugelernt. Ja, gut, dann beim nächsten Mal 064. Dann haben wir es ja bald. Hätte ich gesagt. Gut, die Ente haben wir jetzt gesehen. Und die neue Pose. Hat so zur Seite geguckt. Ja. Ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht war es auch.
keine neue Pose. Naja, aber ich finde es trotzdem entspannt und schön erfrischend, wieder mal zwischendurch die Alpen. Entspannend? Ja, entspannend nicht, aber erfrischend, wollte ich sagen. Also ich habe, weil es halt richtig viel besser funktioniert als die aktuellen Versionen. Ja, das stimmt. Es ist stressfreier. Stimmt schon, in gewisser Weise. Du ärgerst dich weniger. Wobei wir trotzdem erschrocken sind. Über die Bugs. Ja, ja. Ja, ist schön. Schreibt eure Meinung zu dieser Version. Wie immer. Und bleibt geschmeidig. Ja.